Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni mit mir, Dragonios. Ja, und wir sind nicht mehr bei den Rittern. Nein, wir sind vor der Höhle des Alchemisten, denn ich habe die letzte Zeit sehr lange gefarmt. Wir haben die Dämonenaxt, habe ich schon gemacht, da ich nicht wusste, was ich sonst noch brauche. Also sprich, dieses Gespräch, ja, er hat gesagt, oh, du hast eine Dämonenaxt, toll, jetzt kannst du die Axt des irgendwas machen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Und dafür musste ich dann noch zusätzlich, muss ich ganz kurz schauen, wo ich die ganzen Sachen habe, fünfmal die Schriftrolle der Wahrheit farmen und fünfmal den Spektralstein. Und das, meine Freunde, ist ein Abfuck, aber ein totaler. Denn die Spektralsteine und die Schriftrollen der Wahrheit bekommt man nur von goldenen Monstern. Ich habe sie gefarmt. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ist schon ein paar Tage her, wo ich es gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall die goldenen Trompeter, glaube ich, waren das. Habe ich in der. In dem Pfad der Gräber. Ganz hinten, wenn man in die Höhle dann reinkommt, wo man dann die Kerzen anmachen musste, laufen die Viecher rum. Und die Spektralsteine gab es hier in den Winterinseln in der Glitzergrotte. Da laufen, bin ich immer unten beim Boss, kann man so einen kleinen Kreis laufen, sage ich mal, mit einem versteckten Geheimgang. Den bin ich immer entlang gegangen und da gab es goldene Drachen, kleine goldene Drachen. Die haben wir auch schon in der Folge mal gesehen und von denen kann man dann diese Spektralsteine klauen. Und ja, die Dinger sind dermaßen selten. Ich war, glaube ich, gut 5 Stunden dran, um das zu farmen. Jetzt können wir auf jeden Fall die Axt machen. Er sagt mir auf jeden Fall, für eine Axt des Kriegskopfs benötigst du deine Dämonenaxt, regenbogenfarbene Fossilien und einige Schriften über die Mysterien dieser Welt. Ja, die exakte Menge, die habe ich mir nicht rausgefunden. Ich habe sie nachgelesen, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber nach Formel, nee, nach Formel brauchen wir nicht experimentieren, genau. So, einmal die Dämonenaxt, jawohl. Und dann fünfmal das hier, 1, 2, 3, 4, 5, so. Fünfmal das hier und mischen. Mische, mische, mische. Und es kommt dabei raus, jawohl, die Axt des Kriegsgottes, perfekto. So, ich hab's geschafft, ich habe eine Axt des Kriegsgottes gemacht. Ja, wundervoll. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du das Zeug hast, Junge. Es war nicht ganz einfach, aber ich habe eine Menge dabei gelernt. Ja, dass es sehr lange dauert, um solche Kriegsgott-Scheiße zu machen. Ja, aber selbstverständlich hast du das. Mach weiter so und du wirst einmal ein großer Zauberer werden. Das kann ich dir sagen. Ich habe die Königin schon besiegt. Ich bin ein großer Zauberer. Und jetzt möchte ich dir das hier geben. Betrachte es als kleine Belohnung. Ja, 2 Trolltränen, 2 Schimmersteine, 5000 Gulden. Passt. Und ein paar Stempel. Sehr schön. Danke, 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 danke. Ich habe eine neue Formel gelernt. Ihr lernt mir jetzt hier eine Menge Kriegsgötter-Zeugs. Formeln können wir jetzt mal schauen. Axt des Kriegsgottes haben wir jetzt in der Formelsammlung drin. Dann gibt es das natürlich auch noch als Rüstung. Rüstung des Kriegsgottes. Braucht man wieder 5 Schriftrollen der Wahrheit und 5 Trolltränen. Die kriegt man bestimmt von irgendwelchen goldenen anderen Viechern. Schild des Kriegsgottes. Auch Schriftrollen der Wahrheit. Die sind so selten. Das ist der Wahnsinn. Die sind so selten. Oh. Naja, egal. Veteranenschild könnten wir uns machen. Dann hätten wir fast das Schild des Kriegsgottes. Aber ich mach diese Scheiße nicht, weil die Schriftrollen der Wahrheit dauern so ewig lange zu sammeln. Ich hasse es. So, Weiß-Hirschzahn können wir machen. Allmächtiges Siegel. Und sonst hier, das sind nur alle Rezepte. Das passt. Okay, dann haben wir diese Quest ebenfalls gemacht. Als nächstes kümmern wir uns jetzt doch mal wieder um die Quest dieser kleinen netten Ritter. Die wird hoffentlich nicht so lange dauern. Zack. Dafür holen wir uns Tengri zu Hilfe und wir fliegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, was die Ritter gesagt haben. Sie haben auf jeden Fall gesagt, dass es in der Nähe von den alten Nazca, auf dieser Insel, wo die Nazca gelebt haben, früher auch andere Städte waren. Und
dort jetzt diese neuen Kreaturen da rumwüten. Und deswegen lande ich einfach hier und schaue mich mal um. Zack. Und schaue mal auf die Karte. Ja, man sieht schon goldene Punkte. 3 Stück sind es an der Anzahl. Das passt. Die müssen wir natürlich besiegen. Und hier ist glitzert was. Das nehme ich auch noch mit. Zack. Ein Ritualstein. Sieh mal, Olli. Da ist ein Zauber-Zampano. Ja. Deswegen werden wir ihn besiegen. Dong. Was für Laute, die von sich geben. Aber ich denke mal, dass die nicht sehr viel schwerer sind als die Zampanos davor. Zauborgs, glaube ich mal. Zauborgs oder Zampanos? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, sie haben ein bisschen mehr Leben, also sie halten mehr aus. Bauchklatscher! Bam! Oh, okay. Ja, sie machen auch ein bisschen mehr Schaden, aber okay. Strahlenkanone, ich bin fast tot. Bitte allgemeine Abwehr. Oh, ich muss noch was umstellen. Das sehe ich gerade. Ja, wartet mal ganz kurz. Das muss ich nach dem. Ich kann es gleich hier einstellen. Ich muss es hier einstellen. Taktik. Ja, ich habe alle auf nichts tun gemacht, denn die Goldenen haben jetzt nicht so viel Leben und ich habe versucht, das über einen kleinen Trick zu machen bei den Trompeten. Was bei mir irgendwie nicht funktioniert hat. Es gibt einen Trick, den man mit Olli immer Gewitter macht, hat man eine Chance, eine goldene Kugel damit rauszukriegen. Die dann mit Sven einsammeln und Svens Spezialattacke dann benutzen. Ne? Und dann sollte man immer hundertprozentig eine Schriftrolle der Wahrheit kriegen, was bei mir nicht der Fall war. Ich habe definitiv nie eine bekommen. Ich habe immer irgendwelche andere Scheiße bekommen. Aber, na gut. Egal, ich mache jetzt mal alle auf. Ich mache jetzt mal ihn auf Unterstützen. Und sie auf eigenständig. Das ist okay. Okay. Und. Okay. Das dauert eine Weile. Auf geht's, Lilly. Ja, Lilly ist übrigens Level 99 geworden in der Zeit. Weil für die Dämonenaxt braucht man. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Man braucht 3 Schnauzersteine und man braucht die schwarzen Flügel. Die kriegt man beide nur. Also, ich weiß nicht, ob es nur ist. Pudin hätten wir erledigt. Auf zum nächsten. Wa? Die bekommen wir im Elfenbeinturm. Die Schnauzersteine von den Frosttokus und die schwarzen Flügel von den Eulen da drin. Und auch nicht unbedingt so leicht zu kriegen. Also natürlich leichter als die Axt des Kriegsgottes. So, hau ab. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Hau ab, habe ich gesagt. Perfekt. So, da ist der Nächste. Ich werde mich aber erstmal heilen. Oder unsere Gruppe heilen. So, da, da. Hallo. Jawohl, machen wir den auch noch platt. Und ja, ja, es tut mir leid, dass es lange Zeit keine Folgen gab. Ich bin die ganze Woche nicht zum Aufnehmen gekommen. Ich habe jedes Mal irgendeinen anderen Termin gehabt. Gut, das ist nicht ganz wahr. Ich bin am Sonntag, glaube ich, zum Minecraft-Aufnehmen gekommen, aber sonst nicht. Also ich habe, wie gesagt, immer irgendwo einen anderen Termin gehabt. Und das war ein bisschen heavy. So. Au. So, wechseln wir gleich mal. Ein Bauchklatscher für dich. Boah, Magor ist so stark, den finde ich so cool. Ich mag Magor. Besonders. Er hat halt bei Weitem, wirklich bei Weitem, noch nicht das Maximallevel gekriegt. Also wenn, ich denke, hier wird er auch auf Level 99 wieder gehen. 2 Lady zwar noch übrig, ich sehe aber nur noch einen. Okay. I'm confused. Geh weg, du Schwein. So, nein, ich sehe jetzt nur den einen, also keine Ahnung, wo dann der andere abgeblieben ist. Muss ich mal ganz kurz überlegen, wo das sein könnte. So, komm her. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Vorsicht, Olli, der ist mächtig groß. Ja,
Das ist mir egal. Ich mach dich trotzdem platt. So. Erstmal mit Lilly anfangen. Lilly macht schnellen Schaden, schicken Schaden. Hält leider nicht ganz so viel aus wie Margor, aber heilt sich dafür immer wieder. Oh, diese Strahlenkanone. Nervt. So. Zack, zack. Und Lilly weicht gut aus. Ich liebe Lilly. Lilly ist so genial. Hörst du auf damit? Au. Okay, jetzt wechsle ich mal zu Margor. Und einmal Blauchklatscher. Und gleich bist du fertig. Jawohl. Schön gemacht. Margo, auf dich ist Verlass. Okay, Lida ist Level 63. Wir haben es geschafft. Wir haben sie alle verkloppt. Das haben wir gut gemacht. Wurde mir auch langsam zu blöd, diese Steine gerne zu. Ja, okay, gut. Also, es waren doch nur drei. Das ist schön. Aber bevor ich mich zum Elfenbentum mache, werde ich noch eine andere Sidequest anfangen, die mir gesagt wurde. Ich habe mich ein bisschen informiert darüber, also wundert euch nicht. Ich habe das alles nämlich schon mal gemacht und getestet, ob das auch wirklich funktioniert. Nicht, dass ich jetzt hier so lange bleibe, dran hänge. Die meisten Rätsel sind... Also es geht jetzt um ein Rätsel-Rätsel? Ein Rätsel-Rätsel, ja, eine Rätselaufgabe, sag ich mal. Und hier haben wir einen Geist mit grünen Haaren, erwachsener Mann mit einem Stab in der Hand. Wer wird das wohl sein? Ja gut, das wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich die meisten wissen. Ich brauche Medium. Zack. Ah, wir haben uns lange nicht gesehen, nicht wahr? Entschuldigung. Sind wir uns schon mal einmal begegnet? Du hast wirklich keine Ahnung? Nun ja, ich habe mich wohl ein wenig verändert, seit wir uns das letzte Mal sahen. Was quasselt der denn da? Oliver, ich habe auf dich gewartet. Ich möchte dir unbedingt eine Geschichte erzählen. Okay. An eben diesem Ort befand sich einst ein Königreich. Ein mächtiger König vereint die umliegenden Länder und gründete hier sein Reich. Dieser König behandelte all seine Untertanen gleich, ob sie nun Menschen, Tiere oder magische Kreaturen waren. Ein neues Zeitalter des Friedens brach an. So schien es zumindest. Doch es gab auch solche, die den König verachteten. Habgierige Seelen, die ihn um seine Macht beneideten. Sie schmiedeten Pläne gegen ihn, säten Zwietracht im Königreich und besiegelten so das Schicksal von Nazca. Doch hier lässt mich mein Gedächtnis im Stich. Ich kann mich nicht an ihre Namen erinnern oder gar ihr Aussehen. Waren es 12? Wir werden wohl die 12 gewesen sein. Selbst jetzt, wo mein Erinnerungsverlust geheilt ist, bleiben mir ihre Gesichter verborgen. Hör mal, Mann, ich weiß ja nicht genau, was du von uns willst. Ist ja nicht so, dass wir einen blassen Schimmer hätten, wie diese verfluchten Kerle ausgesehen haben. Das ist mir bewusst, aber ich weiß auch, dass ich meine Befürchtungen, was sie betrifft, irgendwo festgehalten habe. Ich hinterließ eine Nachricht, eine Warnung, auf dass die Leute Vorsicht walten lassen, wenn sie ihnen begegnen sollten. Aber wo? Wartet, ja, ich versteckte sie in einem magischen Buch, das niemals altern oder vermodern wurde. Im magischen Begleiter. Du musst die Nachrichten also gesehen haben. Ich wollte, dass die Leute wissen, wie sie aussehen. Vielleicht, wie sie sich kleideten. Das klingt logisch. Die Roben, die sie trugen, wurden irgendwo in dem Buch beschrieben. Und dort steht auch eine Warnung. Du weißt sicher, wo sie ist. Ich bin sicher, dass er der Schlüssel zu meinen Erinnerungen ist. Bitte hilf mir dabei, das zu retten, was von meiner Vergangenheit noch übrig ist. Jetzt muss ich nur schauen, ob es die... Ich glaube, es waren Magierroben. Magier oder Zauberroben? Magierroben. Weiß ich aber nicht, ob man das zusammenschreibt. Das ist es leider nicht. Schreiben wir es auseinander. Halt. So. Roben. Das ist es nicht. Dann brauchst du so eine Zauberroben. Ja, es ist, wie gesagt, ein paar Tage her. Zauber. Oh, kann ich da nicht einfach so an Leerzeichen machen? So. Robe. Ben. Zusammen. Zauberroben.
Das ist nicht meine Güte. Magiro. 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 Keine Ahnung. Ja, machen wir mal mit Leerzeichen. Irgendwann finden wir es schon raus. Robin! Das ist es nicht. Okay, ich schaue vielleicht doch mal eben. Sie hatten alle dasselbe an. Warum kann ich mich nicht erinnern? Gucken wir mal ganz kurz. Alle Seiten. Irgendwo muss es beschrieben sein im magischen Begleiter. Ich weiß leider nicht mehr wo. Hier vielleicht, warte mal. Was ist das? Ist hier? Zauberstab. Lalala. Was ist denn Zauberer? Du hast den Mund. Blablabla. Zauber finden Zauber, der Runen gezeichnet, Alchemie. Das ist so der vertraute Zauber. Okay. Die großen Weisen, die in der Welt sind, alle drei Säulen der Zauberei zu beherrschen. Die Runen. Ein Zauberer, der Magierkönig ist und allen überlegen war. Okay. Kreaturenkäfig ist es auch nicht. Fiole ist es nicht. Gegenstände, die der Zauber in jedem Besitz haben muss. Dieses Buch, ja. Ja, nein, nein, nein. Tugenden, besondere Tugenden, okay. Ich bin gerade etwas verwirrt. Runen zeichnen. Was haben wir hier? Schweben zwar das Ich, das ist schwarz. Blablabla. Drahtzieher, Wolkenbruch, das sind nur die ganzen Zauber. Das ist auch nicht das, was ich möchte. Komm, weiter. So, was ist Alchemie? Nee. So. Ausrüstung, war hier irgendwas? Auch nicht. Nee. Warte. Was haben wir hier? Waffenhorst. Nein, auch nicht. Wo stand denn das? Meine Güte. Mir hat jemand geholfen, der das schon mal durchgespielt hatte. Der hat das gewusst dann. Kreaturen und Vertraute. Schlupflöcher besitzen Kreaturen und Vertraute, Kreaturenkäfig, Essenzen. Mein Gott, jetzt brauche ich doch so lange dafür! Ganz ehrlich, Leute, keine Ahnung gerade. Ich wüsste auch nicht, wo das hier beschrieben ist. Das ist es nicht. Albträume. Business Macht. Nein. Ich hab bestimmt schon durchgeblättert irgendwo drüber. Irgendwo müssen noch die 12 sein, oder? Da, denke ich, wird es beschrieben sein. 12 fantastische Geschichten. Das sind 12 verschiedene Geschichten, okay. Ja. Unwichtig. Was ist das für eine Geschichte gewesen? Nein, der Hirtenjunge war es auch nicht. Der Flötenbauer, nein. Es fehlen auch noch Geschichten. Nein. Katzbuckel auch nicht. Keine Ahnung, Leute. Ich habe eine Warnung in dem Zauberbuch versteckt, das du besitzt, um den Leser zu zeigen, wie sie aussahen. Eine Warnung? Zauberer. Nein! Oh! So. Nein! Ah! So, Esser. Testen wir es einfach mal.
Zauberer. Roben. Das ist es nicht. Zauber. Es gibt noch eine andere Bezeichnung für Roben. Zauberrobe. Zauber. Irgendwas. Ja, keine Ahnung. Oh. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Was war denn das? Zauber. Irgendwas mit Roben. Roben. Nee, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht mehr, was... Das Problem ist, man muss es genauso schreiben, wie es sich denkt, ne? Ja, eine gute Frage. Sehr gute Frage. Nein, Leute, also ganz ehrlich, ich denke, ich werde das nochmal nachschauen. Und sonst, ja. Oder ich versuche es irgendwie rauszufinden. Dann sage ich euch, was es war und wie man schreibt. Na? Gut, Leute, das war's erstmal mit Let's Play. Ja, wobei, wir haben noch ein paar Minuten, ne? Auch irgendwie blöd. Boah, ich probiere das einfach mal. Zauberer Roben. Das kann Roben. Magierobe. Magieroben. So ein Scheiß. Probieren wir einfach mal. Keine Ahnung. Magierobe, schreibt man das zusammen, keine Ahnung. Okay. Geil. Ja, das stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Diese Unholde waren in Magierroben gehüllt. Jetzt sehe ich sie wieder vor mir, wie sie ihre Pläne ausheckten. Es war der Rat der Zwölf. Jedes Mitglied trug den Titel Zodiac. Und das ist doch nicht alles. Na komm schon, Mann, spuck es aus. Woran erinnerst du dich noch? Ich war dort. Vor so vielen Jahrtausenden. Ich schwor dem Magierkönig die Treue. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich war ein weiser Nazca. Wirklich? Aber das bedeutet ja, kennen Sie Cassiopeia? Was? Woher kennst du diesen Namen? Cassiopeia. Königin Cassiopeia. Es ist so lange her. Über all die Jahre konnte ich bisweilen ihre Seelen spüren. Sie ist es, ohne Zweifel. Aber ich weiß nicht, was ihr widerfahren ist. Ich sollte hier wohl besser übernehmen. Also gut, zuhören. Ich erzähle es nämlich nur einmal. Ja, jetzt erzählt er die Geschichte. Ich verstehe. Königin Cassiopeia ist also... Sie. Sie fiel also der Dunkelheit anheim. Und die Asche, die ich auf Katzbuckel niederregnen sah, das war ihr Werk? Aber Oliver, du könntest wirklich der sein, der sie zu retten vermag. Der Magierkönig hat dir schließlich seinen Zauberstab anvertraut. Wir werden sie retten. Ich weiß, dass wir es schaffen. Ah, das ist gut zu hören. Doch der Zauberstab des Magierkönigs hat noch nicht seine volle Macht wiedererlangt. Verflixt noch eins, nicht schon wieder. Ha, keine Angst. Für den, der einst der Zeitlose genannt wurde, ist dies nur eine Nebensächlichkeit. So, müssen also nicht durch die Gegend latschen und magische Steinchen suchen? Das ist ja mal eine gute Nachricht. So, lasst mich denn beginnen. Erwache, o Zauberstab des Magierkönigs. Erwache, o Astra. Er ist jetzt also einsatzbereit? Wow, vielen Dank. Um die wahre Macht heraufzubeschwören, die einen Zauberstab innewohnt, ist bisweilen einige Anstrengungen erforderlich. Ich glaube, nur du kannst die volle Macht von Astra beherrschen. Damit wirst du Zauber wirken können, die einst dem König der Magier vorbehalten waren. Das will ich doch hoffen. Hast du echt kein Problem damit, Leute wie uns solchen schicken Zauber abdampfen zu lassen? Sind wir schließlich gerade erst über den Weg gelaufen? Ihr habt euch bisher auch nicht beschwert, wenn ich euch Zauber gegeben habe. Wie denn? Was soll das heißen, bisher? Warte mal. Du willst doch nicht etwa sagen... Sie sind Horatio? Der Groschen fällt besser spät als nie. In der Tat, einst war ich der weise
Horologium oder Horatio, wie mich meine Freunde nannten. Wer hätte gedacht, dass so ein freches kleines Papamaul wie Horatio mal so wichtig aussehen würde, wenn es erwachsen ist, was? Wie oft muss ich es dann noch sagen? Ich war der Zeitlose, ich war kein normaler Junge. Wow, heißt das, dass du endlich dein Gedächtnis wiedergefunden hast? In der Tat. Und ich muss dir sehr dafür danken. In meinem Zustand kann ich nicht viel tun, um Königin Cassiopeia zu retten. Ich fürchte, dass ich euch demütig darum bitten muss, alles in eurer Macht Stehende zu tun, um sie vor der Dunkelheit zu retten. Auf jeden Fall, Horatio, wir werden sie retten. Darauf kannst du dich verlassen. Du bist ein tapferer und reinherziger Krieger, Oliver. Ich werde für deinen Erfolg beten. So, der hat aber noch ein Rätsel. Oliver, ich muss was sagen. Was denn, Horatio? Ich muss dir von Nazca und Cassiopeia erzählen und von mir selbst. Aber Leute, das wird erst in der nächsten Folge geschehen. Würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.